Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück zu The Night of the Rabbit. Ich habe mich entschieden, ich bringe heute gleich noch eine Folge raus. Natürlich habe ich das nicht so gemeint. Weil ich war wirklich doof. Wahrscheinlich habt ihr es gemerkt und wütende Kommentare geschrieben, weil ich habe ja alles mit der Kröte gemacht, außer einfach mit ihr zu reden. Du meinst, ich bin ein schlechter Freund, wenn ich dir meinen Rat nicht schenke? Deswegen reden wir einfach mal mit der Kröte. Die Kröte atmet ganz schön schwer. Kein Wunder. Ja, sie ist ja ganz zugekleistert mit hässlichen Postern. Wie es auch im Skript stand. Ich werde versuchen, die Zettel abzureißen. Jetzt hüpft sie. Und irgendwie scheint sie jetzt höher zu hüpfen, denn es fällt was auf den Boden. Ich werde dich zerquetschen. Nein, tu dich nicht. Sie lässt mich nicht an sich ran. Ja. Du hast uns alle ins Unglück gerissen. Icke! Uns ausgenutzt. Voll nicht. Du willst auf meinem Fahrrad mitfahren? Aber ich muss doch die Post austragen. Jerry war egal, was der Frosch sagte. Denn er war zu faul zum Laufen. Hey. Was? Aber so war das doch gar nicht. Eben. Das ist doch... So, kann ich jetzt Sturmbohrkastanien. Das sind ja riesige Kastanien. Können wir die mitnehmen? Ja, wunderbar. Können wir die jetzt irgendwie der Kröte am Kopf werfen? Die passen bestimmt genau in die Nasenlöcher der Kröte. Sie lässt mich nicht an sich ran. Okay, aber das könnte ja dann klappen, wenn wir jetzt das Licht, weil der macht ja die Augen zu. Hallo? Hallo, junger Mann. Ja, das übliche. Danke. So, und jetzt die Dinger in die Nasenlöcher. Ich dachte, wir bewerfen die damit, aber die Nasenlöcher ist natürlich auch cool. Oh, oh. Erstickt sie und stirbt. Die Kastanien sind ihr ganz schön tief in die Nasenlöcher gerutscht. Nimm deine Hände von mir, Mensch. Ich. Achoo! Gesundheit. Mein Geist klärt sich. Sehr gut. Ich war bereit, dich zu zerquetschen. Schlimm, ne? Doch der Bann, der meinen Geist verwirrte, ist nun gebrochen. Sehr gut. Jetzt magst du mich wieder, ja? Sind wir wieder Freunde? Sind wieder ich BFFs? Ich kehre nun heim. Oh, okay. An den Strom der Zeit. Ach, du nimmst die Dornengestrüppe auch mit, das ist aber nett. Ist euch das nicht gut genug? So, jetzt können wir hoffentlich näher an Plato ran und jetzt hier mal diesen Quaken, Quak, Quak. Quak, Quak, Frosch. Ribbit. Na, Plato? Jerry? Ja. Wo warst du denn? Wo ich war? Zuletzt waren wir drei in dem dunklen Tunnel. Und dann... Hauptsache ist, dass es dir gut geht. Das wollte ich auch gerade sagen. Genau. Freundschaft entfernt den Nagel? Das glaubt doch keiner. Aber es gibt Applaus. Yay. Freundschaft hat den Nagel entfernt. Hey! Was jetzt? Zweiter Akt oder was? Was passiert hier? Wo ist Plato geblieben? Plato, der tollpatschige Kröterich, ist leider kürzlich mit seinem Fahrrad verunglückt. Was? Ach ja? Er brach sich alle Froschschenkel an einer Eiche, als er einen nutzlosen Brief für einen gewissen Jerry Haselnuss ausliefern musste. Das ist gar nicht wahr. Miesmistiger Mückenlehrer! Hey, das ist doch... Der garstige Mann in Grün. Kartoffelnasenrotze! Oder so. Vielleicht kann der mir ja helfen. Tagebuch. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Aha. Lesen wir erstmal im Skript, was hier so passiert. Im Bann des Zaroff. Zweiter Akt. Okay. Mal sehen. Jerry nimmt ohne zu zögern das Gold vom Kobold an. Hä? Und beendet dafür seinen aussichtslosen Kampf. Und hört auf zu leben? Was?
So ein Quatsch. Die Musik ist super. Eiert ein bisschen. Kleeblatt im Gras, im Blumentopf. Hey, ein vierblättriges Kleeblatt. Das kann ich bestimmt wachsen lassen. Es ist fest auf den Boden genagelt. Okay. Keine Chance, es rauszureißen. Fass mein Kleeblatt nicht an, du Heckespeter! Topf voll Gold. Geblendet vom wahnsinnigen Glitzern des Goldes, entscheidet sich Jerrys Gehirn spontan zu explodieren. Was? Ich glaube nicht. Warte. Ich glaube auch nicht. Gleich? Nein. Einen Moment noch. Ach, klar auf du Nasenbär. Schon Kopfschmerzen? Nein. Ein wenig, ja. Ha, ich mach dann mal weiter. Genau. Wie witzig. Hallo, grimmiger, garstiger Mann in Grün. Erst wolltest du Wünsche und jetzt mein glitzerndes Gold? Hätte ich mir ja denken können. Und alles, was du tun musst, ist mir dein Leben zu geben. Hier auf der Bühne. Jerry war sofort fest entschlossen, eben dies zu tun. Nein. Nix das da. Das werde ich nicht tun. Na. Aber Gold ist die stabilste Wertanlage, die es gibt. Hauch dein Leben aus. Das ist besser für alle. Oh, wie gemein. So grün wuchs hier. Nichts. Da ist wohl nichts, was wachsen will. Wie, da ist ein Kleeblatt. Das Kleeblatt will also nicht wachsen. Schade. Hier, goldenes Glöckchen. Da passe ich besser gut drauf auf. Hier, Topf voll Gold. Okay. Sandsäcke? Da baumeln Sandsäcke. Ei der Daus! Das erinnert mich an den berühmten irischen Trollboxer Crondo McRusher. Stark wie 10 Bullen war er. Der hatte auch immer Sandsäcke bei sich an der Decke zum Training hängen. Doch da war kein Sand drin. Ach ja? Ja dann? Was dann? 12-jährige Jungen, die er im Wald fing. Wie gemein. Okay, gibt's hier noch was? Noch mehr Sandsäcke? Da ist wieder der Baum mit Nagel. Wieder so ein merkwürdiger Nagel. Der diesmal wirklich völlig harmlos und unwichtig für die Geschichte war. Ach ja? Ja klar. Ach ja? Ich komme sowieso nicht dran. Ah, okay. So. Ah, Riss in Landschaft? Was gibt's da? Komisch. Da ist ja ein Riss im Hügel. Der dumme Junge fühlte, wie er langsam verrückt wurde. Die Realität selbst schien in die Brüche zu gehen. Da ist auch was dahinter. Lass dich gar nicht beirren von dem, was der da sagt. Was ist da? Mit den Händen kann ich das nicht weiter aufreißen. Oh. Aber vielleicht mit dem Nagel? Okay, damit müsste es gehen. Okay. Warte, Jerry. Ja? Willst du wirklich wissen, wie tief der Hasenbau reicht? Wie bitte? Du wirst ein schreckliches Geheimnis entdecken. Na gut. Hebel, aha. Das ist alles? Jerry war zu Tode betrübt vor Enttäuschung. So, dann ziehen wir mal den Hebel in oberer Position. Da passiert überhaupt nichts. Runder Knopf. Ach. Ups. Nein! Autsch! Der schöne Klee ist ab! Tut mir leid. Ich glaube, ich habe den Rasen kaputt gemacht. Ich glaube auch. Okay. Und den ist da. Was passiert dann? Autsch! Nein! Mein Gold! Mein Gold! Geschafft! Jetzt kann ich an den Zylinder rankommen. Ha! Jerrys mörderische Falle schnappt zu und er stiehlt den viel schöneren Zylinder des armen Kobolds. Aber warum denn? Ich will denn? Doch nur den Zettel wegmachen. Dreckiger Dieb! Ach, egal. So, gut. Mein armes Gold! Mein Gold! Mein... So, und jetzt? Was sagst du jetzt? Nur wertlose Plastikdubletten. Ja. Verdammt. Bei allen verrotzten Rotznasen, aller heulenden Küsten, Banshees. Das ist doch... Na? Jerry, der junge Klempner. It's a me, Jerry. Als hättest du mich aus meinem Wahn befreit, mein Jung.
Ich bin dir zu großem Dank verpflichtet. Wen muss ich in einen Schaf verwandeln, um diesen Irrsinn ein Ende zu setzen? Nein, 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 nein! Sie müssen mir helfen, den Nagel zu entfernen. Okay, mein Junge. Ein O'Donnell ist niemandem gern was schuldig. Dieser Wunsch geht aufs Haus. Oh, wie nett. Nagel, Regen und Nebelschwaden. Der Regenbogen. Danke, Mr. O'Donnell. Der Bann über mich ist gebrochen. Genau. Ich kehre heim. Ein O'Donnell ist für die Freiheit geboren. Merk dir das, du hässlicher Muschelhocker. So, dann holen wir jetzt den Nagel da raus. Schwing. Danke, danke, danke. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Danke. Wie entschlossen er guckt. Und übrigens ist Kitsune. Das Land der Vulkane, scharfen Schwerter und menschenfressenden Fuchsgeister. Was für ein schöner Ort zum Scheitern, dachte sich Jerry. Gib endlich auf, du Armleuchter! Sei ruhig! Hey! Ich bin ein Fuchs, ich schwöre es. Kitsune! Kitsune! Du bist gefangen im Körper eines Menschen. Keine Maske kann das verbergen, Kitsune. Aber... Menschen und Füchse können niemals Freunde sein. Das stimmt doch gar nicht. Aber wenn ein Mensch einen Fuchs akzeptiert, wie er ist, zählt das nichts? Genau. Auch wenn das wirklich so wäre, warum verwandelst du dich nicht zurück? Ich hab's probiert, mich zurückzuverwandeln. Es klappt einfach nicht. Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein, aber dein Herz hat sich verirrt. Ich werde deine Ohren schützen vor den Verwirrungen durch die Menschen. Was? Bitte hilf mir. Ich werde dich vom Menschsein heilen. Oder dich als Mensch verschlingen. Nein. Kitsune was my first love. Kitsune. Kitsune. Sie hört mich nicht. Ein Mensch und ein Fuchs können keine Freunde sein. Es gibt nichts, das sie und uns verbindet. Aber. Es darf nichts geben. Es darf nichts geben. Und selbst wenn, wir würden ihnen doch nur das Herz brechen. Das machen Menschen untereinander auch. Ein Biss in ihr Fleisch oder ihre Seele. Das ist das Einzige, das uns mit ihnen vereinen darf. Was sagt denn das Tagebuch? Ein Fuchs oder ein Mensch? Ich meine, wir haben hier ihr Glöckchen. Kommen wir da einfach wieder so ran? Ja, so ein Nagel. Und ein so völlig unwichtiger Gegenstand. Ach, hör endlich auf. Meine Mama sagt immer, wer zweimal auf dieselbe Lüge hereinfällt, ist selber schuld. Ganz genau. Der Wächter ist im Weg. Okay. Fass du den Nagel an. Beiße ich dir den Kopf ab. Oh, schön. Ich bleib besser auf Abstand. Ja, vielleicht. Okay, lesen wir hier im Skript, was eigentlich passiert. Toll, ein neues Skript. Im Bann des Zarow. Dritter Akt. Mhm. Der kleine Jerry ließ nicht locker. Nee. Unaufhörlich ging er den Füchsen auf die Nerven. Bis sie genug von dem unreifen Jungen hatten und ihn mit Haut und Haaren verschlangen. Autsch, ja. Okay, können wir hier eine Glocke läuten? Ding dong. Lauter! Und wie? Ja, ja. Lacht ihr nur. Kitsune, Zarow Flyer. Guck mal, da vielleicht irgendwie ran? Noch mehr von den Dingern. Ich nehme die mal ab. Ich rieche einen Menschen. Meine Augen mögen blind sein, doch meine Nase
täuscht mich nie. Wir Füchse sind gefährliche Tiere. Oh Mann, Kitsune klingt richtig gefährlich. Können wir denn jetzt mit dem Glöckchen hier vielleicht? Probieren wir ich hoffe, dass sie sich an ihre Glocke erinnert. Das naheliegendste mal ausprobieren. Törichter Junge, ich kann riechen, was du vorhast. Doch sie hört dich nicht. Sie ist mein. Sie ist sein. Ja. Okay. Diese Glocke. Da passe ich besser gut drauf auf. Okay, nicht an diese Glocke. Vielleicht hiermit? Mal sehen, was passiert, wenn ich das Ding an die Glocke halte. Ja. So, jetzt hier. Klingelingeling, Kitsune. Ich hoffe, dass sie sicher... Oh. Kitsune! Jerry? Ja, ich bin's. Du willst mir meine letzten Sinne rauben, Mensch? Ich werde alle Menschen dafür leiden lassen. Auch deine kleine Kitsune. Nein! Ich bin ein Fuchs. Ich schwöre es. Ja, ich du weiß. Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein, aber dein Herz hat sich verirrt. Ich werde deine Ohren schützen vor den Verwirrungen durch die Achso, Menschen. Das kennen wir doch schon. Das hast du schon mal erzählt. Jerry! Ja. Schnell, Kitsune! Lauf weg! Ja! Du gehörst zu uns. Lauf, nein. Kitsune! Ich werde immer ein Fuchs sein, Jerry. Und Jerrys Tonträger zersprang im Rucksack. Super! Der Tonträger ist zersprungen! Hahaha. Zerbrochener Tonträger. Tolle Wurst. Was wir damit anstellen in der nächsten Folge, die da nicht mehr heute kommt, sondern morgen oder schon längst da ist, wenn du später guckst. Ich danke dir fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut und tschüsschen.